Oh mein Gott, hi Leute. Yami Marek hat mich gerade zu einem Duell herausgefordert. Wenn ich jetzt verliere, werde ich für ihn verpasst sein. So, und los geht's. Mal sehen, was ich für Karten ziehe. Ja, erstmal diese Fähigkeit so. Ja, das sind doch ein paar gute Karten. Ich glaube, ich setze Dohu im Angriffsmodus. Und danach setze ich noch eine Fallenkarte. Ich meine, ich setze noch eine Karte verdeckt. Und dann beende ich meinen Zug. Er beschwört ein Monster in Angriffsposition. Finsterer Cherwoid. Ich krieg minus 700 ATK. Davor aktiviere ich Vermächtnis von Yatagarasu. Mal sehen. Ich ziehe eine Karte. Der finstere Cherwoid greift mich an. Ich habe Pokal des Asses gezogen. Ja! Ich ziehe Geschenk des weißen Elefanten. Ich beschwöre Schimmerdrache im Angriffsmodus und spiele Pokal des Asses. Und ich darf zwei Karten ziehen. Ich setze noch eine Karte verdeckt und dann gehe ich in die Battlephase und greife dem finsteren Cherwoid an. Das ist der Endkampf, natürlich. Gut. Bisher noch alles okay, aber ich glaube, so langsam breitet sich der Schatten aus. Schon wieder einer. Mann. Ja! Ah, ich aktiviere Geburtsrecht. Ja, das ist mein Geburtsrecht, ja? Und hole mir Schimmerdrache aus meinem Friedhof wieder ins Spiel. Sein Zug ist beendet. Ich ziehe mechanischer Jäger. Ich spiele mechanischer Jäger. Den Angriffsmodus und aktiviere Geschenk des weißen Elefanten. Und opfere mechanischer Jäger, um zwei weitere Karten zu ziehen. Aber das war noch nicht alles. Ich gehe in die Kampfphase und greife seinen finsteren Cherwoid direkt an. Sehr schön. Wie gesagt, das Ende auf meinem Zug. Er beschwört wieder ein Angriffsmonster. Rastschüler. Und holt sich mehrere Rastschüler. Um genau zu sein, wahrscheinlich zwei. Will er sie beschwören? Die eine Karte. Ich ziehe Gandora. Ich gehe in die Battlephase und greife Rastschüler an. Und? Fallen? Karte? Nein? Nicht. Ruhe! Ja, aber ich hab wieder das beschwört. So. Irgend so ein Scheißmonster. In drei Zügen ist mein Ding zerstört. Edle Ritterin Johanna betritt das Feld. So. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Greife wieder das an. Und ich greife wieder das an. Edle Ritterin Johanna. Noch 100 Leben. Ich glaube, ich schaffe das.
Das ging ja schneller als gegen die Christiane oder wie auch immer hieß. Oh, wie sagt das denn? Okay. Und das Magiermädchen. Indem ich meine zwei Monster opfere, beschwöre ich den dunklen Magier. Somit bist du dran, wieder Marek. Er setzt sein Monster verdeckt. Und Maske der Verfluchten. Oh nein. Ich glaube, ich kriege jetzt Schaden. Nee, ich ziehe. Das wird immer krasser. Irgendwas passiert doch mit der Maske der Verfluchten. Egal. Ich greife Ross Schüler an. Ich kann nicht angreifen. Ich kann nicht angreifen wegen Maske der Aha. Au. Junge. Okay. Ich opfere dunkler Magier, um das dunkle Magiermädchen zu rufen. Sorry, dunkler Magier. Ich hätte ihn jetzt schon töten können, aber nein, das will ich auch nicht. Warum auch? Okay, dann ziehe ich gemeinsam Worte dran. Ich setze sie und gehe in die Dingsens und greife sein verdecktes Monster an. Ah, dasselbe Monster wie rechts. Oh. War das jetzt eine gute Idee von ihm, mir die Karte zu geben, dem ich dann an mein Spiel anfühlt. So, 8 Minuten Aufnahmezeit, das machen wir hin. Gemeinsame Wohltäterin! Komm. In die Kampfphase und zerstöre den letzten Ras-Schüler. Tot! Perfekt. So, gleich ist es vorbei, Marek. Keine Angst, Marek. Ich glaube, er hat was vor, machtvolle Wiedergeburt. Ich Nein. Ich mache gar nichts. Er beschwört finsterer Geralt. Ja, das reicht nicht. Nein. Doch, das reicht. Das reicht. Sein Zug, er greift nicht an. Schlechte Entscheidung. Herz des Unterlegenen. Komm. Hm.
Ich zerstöre finsterer Zerroid. Nein. So, jetzt habe ich ihn gesehen. Mann. Oh, Exode. Oh, Mann.